Nochmal vorlesen. In Aufgabe 325, 816b haben Sie einen Test betrachtet und berechnet, dass P unter Bedingung T'. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Krankheit haben, unter der Voraussetzung, das war so ein Schnelltest für Krankheiten, der Schnelltest war negativ und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann die Krankheit haben, war etwa 0,0003, also 0,03%. So, bitte weiter. Und PT von K war ungefähr 0,09. Was bedeutet dies für diesen Test bzw. für einen Hypothesentest? Gut, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Krankheit haben, wenn der Test positiv war, die lag bei 9%. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Krankheit haben, wenn der Test negativ war, bei 0,03%. So, was bedeutet das für diesen Test? Das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Ja, bitte? So ist es. Diese Aussage, das werte ich mal als sicher. Ja, also 0,03% daneben, ja, besser kann die Situation nicht sein. Also wenn der negativ ist, hat man ziemlich sicher die Krankheit nicht. Und ist es jetzt so, dass man ziemlich sicher die Krankheit hat, wenn er positiv ist? Nein. So ganz im Gegenteil, schauen Sie, wenn er positiv ist, haben Sie die Krankheit mit ziemlicher Sicherheit auch nicht. Ja? Aber es ist schon unwahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass Sie die Krankheit haben. Also hier haben Sie die Krankheit mit 99,97%iger Wahrscheinlichkeit haben Sie die Krankheit nicht. Und hier haben Sie die Krankheit mit 91%iger Wahrscheinlichkeit nicht. Und das heißt, hier ist der Test positiv, hier ist der, also das ist falsch, der Test ist negativ, aber die Testaussage ist richtig. Hier ist die Test, hier macht der Test die richtige Aussage, hier macht der Test die falsche Aussage, wissen wir ja, also nein, macht keine falsche Aussage, wir wissen es nur nicht. Und in 91% der Fälle liegt hier halt der Test trotzdem daneben. So, was können wir jetzt nochmal sagen? Sagen Sie nochmal, was können wir sagen über das Funktionieren von diesem Test? Der Test funktioniert sehr gut bei negativen Testergebnissen. Und da wissen wir gar nichts. Ja, das heißt, wir wissen es, dass wir es zu 91% nicht haben, wenn es positiv ist. Ja, toll. Also deswegen, wenn Sie jetzt einen positiven Krankheitsschnelltest haben, brauchen Sie sich erstmal keine Sorgen zu machen, zumindest was das hier angeht. Weil in 9 von 10 Fällen haben Sie die Krankheit trotzdem nicht. Trotzdem müssen Sie dann natürlich genauer hinschauen jetzt, bezogen auf Ansteckungsgefahren und ähnliche Dinge. Also das heißt, der Test funktioniert nur in eine Richtung gut und in die andere Richtung funktioniert er gar nicht. So, und sowas hier, also das heißt, wenn wir im Ablehnungsbereich bei einem Test landen, dann ist das eine ziemlich sichere Aussage. Wenn wir im Annahmebereich aber landen, heißt das, also Ablehnungsbereich ist sowas, Annahmebereich ist sowas, dann heißt das erstmal gar nichts. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen lesen wir jetzt weiter vor, das B bitte. Landet man also beim Test nicht im Ablehnungsbereich, so kann man H0 weder ablehnen noch das Risiko annehmen. So, das ist hier, das H0 ist quasi, man hat die Krankheit. Ne? Man hat die Krankheit hier zu 91% nicht. Sorry, das ist völlig falsch, hier H0 anzunehmen. Das geht nicht, aber trotzdem müssen wir eben irgendwas machen. Also ablehnen können wir das H0 eben auch nicht. Ne? Das, weil der Test ja positiv ist. Nochmal bitte von vorne vor. Landet man also beim Test nicht im Ablehnungsbereich, so kann man H0 weder ablehnen noch mit Risiko annehmen. Damit stellt das Komplement des Ablehnungsbereichs also keinesfalls etwas dar, was den Namen Abnahmebereich verdient und heißt deshalb. Also der Kollege hat dann das Nicht-Ablehnungsbereich oder Ablehnungsbereich quer genannt. Ich nenne es aus praktischen Gründen trotzdem Annahmebereich. Es muss Ihnen aber klar sein, dass Sie hier in diesem Falle, wenn der Test positiv ist, keinesfalls davon ausgehen können, dass Sie die Krankheit wirklich haben. Sie sehen, zu 91% haben Sie hier die Krankheit nicht. Ja, das heißt, wenn Sie im Annahmebereich liegen, heißt das nicht, dass H0 gilt, sondern das heißt nur, schlecht war's. Ja, Pech gehabt.
Also, aber eine richtige Aussage können Sie, Sie können nur, wenn Sie jetzt jemanden versuchen anzuklagen, wenn Sie jetzt sagen, es kann ja wohl nicht sein, dass du bist ein Scheißer und so weiter und so fort, und Sie landen halt nicht im Ablehnungsbereich, sondern im Annahmebereich, dann scheißt er trotzdem. Sie können es bloß nicht nachweisen. Ja. Also, das heißt, der Beweis fehlt Ihnen halt dann. Das ist das Ärgerliche. Gut, bitte, Augenblick. Lassen wir erstmal Pause.